herzlich willkommen hier an Bord des Raumschiffes Columbia. Es gibt viele Fragen, wie sieht eigentlich so ein Shuttle aus? Und um das mal zu zeigen, machen wir hier eine kleine Rundfahrt durch das Flugdeck, durch das Mitdeck und dann weiter zum Arbeitslabor. Und Sie werden das sehen, ich werde Sie hier durch das Shuttle führen. Mein Kollege Tom Hendricks wird für Sie heute die Arbeit des Kameramanns übernehmen. Und ich würde sagen, fangen wir gleich an. Ich befinde mich jetzt hier gerade im Sitz des Commanders. Steve Nagel sitzt normalerweise hier und ich möchte Ihnen kurz erklären, was man hier machen kann und was hier alles die Schalter sind. Zunächst hat der Commander die Kontrolle über den Wärmehaushalt des Shuttles. Das heißt, der Shuttle muss nicht nur genug warm, sondern an bestimmten Stellen auch genügend kalt sein. Dazu gibt es hier gewisse Schalter. Weiterhin hat er hier die Kontrolle über die Luftversorgung, über die Sauerstoffzusammensetzung, über wie viel Sauerstoff in der Atemluft ist. Das alles wird von einem Pult hier links von mir geregelt. Der Computer, den Sie hier sehen, der regelt hier im Weltraum eigentlich alles. Normalerweise sind diese beiden Sitze, die des Commanders und des Piloten, unbesetzt. Das Shuttle schwebt sozusagen in der Welt, im Weltraum, ohne fremde Beeinflussung. Es schwebt vor sich hin, man braucht es gar nicht fliegen. Und das ist das Schöne hier im Weltall. In dem Raum, in dem man hier lebt auf dem Shuttle, das sogenannte Zwischendeck. Über uns, von dem ich gerade herkam, das Flugdeck unter uns, ein Bereich, in dem man den ganzen Müll und die Abwässer speichert. Dazu kommen wir allerdings gleich noch. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man hier lebt auf dem Shuttle und fangen wir gleich damit an, nämlich mit der Küche. Die Küche ist relativ klein, man braucht nicht viel. Das Essen befindet sich in vielen dieser in diesen Staubehältern. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man sich das Essen macht. Das ist ganz typisches Essen, was wir auf dem Shuttle haben. Das ist zum Beispiel Bohnen mit Brokkoli. Das Ganze ist Griffier getrocknet, federleicht. Hier natürlich riecht es sowieso nichts, aber auch der Erde, federleicht. Man macht es sich an, indem man Wasser hinzufügt und dann in den Ofen schiebt. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Das Einfügen des Wassers erfolgt hierdurch, indem man das Ganze hineinschiebt. Vorne befindet sich eine kleine Spitze, die schiebt sich jetzt in diesen Beutel hinein. Hier wähle ich die Menge Wasser, die ich brauche, im Falle 3 Onzen. Und dann wähle ich noch, ob ich warmes oder kaltes Wasser haben will. Ich wähle warmes Wasser. Und das zeigt mir an, dass jetzt Wasser hier eingefüllt wird. Das Ganze dauert jetzt ein bisschen. Sie sehen, dass sich der Beutel mit Wasser füllt. Ich hole das Ganze wieder heraus. Okay, Rolf, that is copied. The column broke just again. Und damit das Ganze schön durchmischt wird, schüttel ich das Ganze, drücke es von beiden Seiten. Damit es richtig schön warm wird, müssen wir es in den Ofen tun. Dazu gibt es hier unten einen Ofen. Das ist ein ganz normaler Ofen mit Zwangslüftung. Sie sehen, da fließt schon einiges heraus. Ich lege das jetzt hier drunter. Ich lege das hier drunter, damit das sich nicht im Fluge verfängt und schließe wieder den Ofen. So, da drin wird es jetzt gewärmt und es dauert eine gewisse Zeit, vielleicht eine halbe Stunde oder so, bis das Essen, die Bohnen mit dem Brokkoli warm geworden sind. Und getrunken wird, indem man einen Strohhalm hier vorne hereinschiebt. Dazu haben wir hier solche Plastikstrohhalme. Werden hier reingesteckt. Das verhindert, dass die Flüssigkeit herauskommt. Ich öffne das jetzt einfach. Und dann kann man daran saugen. Ich möchte Ihnen hiermit auch zeigen, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, was oben, was unten ist. Ich kann in jeder Lage trinken. Dazu stelle ich mich jetzt ganz einfach mal auf den Kopf. Und für mich ist es so, dass das hier der Boden ist, während das die Decke ist. Sie werden das sicherlich kaum verstehen, aber für mich ist es tatsächlich so. Für mich macht es keinen Unterschied, es ist nur eine Gewohnheitsfrage. Und trinken lässt
ich natürlich genauso. Und damit auch Sie sehen, dass es keinen Unterschied macht, wird jetzt der Tom zeigen, dass es für Sie ganz genauso sein kann. So, Sie stehen mit mir sozusagen gemeinsam auf dem Kopf und Sie sehen, es ist fast nur eine Gewohnheitssache, was oben, was unten ist. Sie würden genauso gut trinken können, wie ich kann. Das, was Sie wahrscheinlich am meisten interessieren wird, ist das Schlafen hier an Bord. Ich muss ein bisschen ruhig sein, weil meine Kollegen von der Roten Schiff im Augenblick gerade schlafen. Die befinden sich hier in diesen drei Schlafkojen. Das kann ich sie Ihnen im Augenblick nicht öffnen, aber was ich Ihnen zeigen kann, ist die vierte Schlafkoje, wo ich zum Beispiel heute Nacht geschlafen habe. Begleiten Sie sich mal hier runter und ich zeige Ihnen, wie man das macht. Das ist eine Schlafkoje, fast so wie auf einem U-Boot. Sie hüpfen einfach nur hinein, und zwar mit den Füßen zuerst. Und interessanterweise liegen Sie mit dem Rücken nach oben, das heißt etwa in dieser Position. Den Kopf nach unten, den Rücken auf die Decke. Das ist allerdings nur in diesem Fach so. Hier weiter oben schläft man normal, das heißt mit dem Rücken nach unten. Sie haben Licht, bei dem Sie vielleicht lesen können. Sie haben einen Schlafsack, in dem Sie sich zuziehen können, bis oben hin. Sie haben Bänder, mit denen Sie sich an die Decke drücken können, so ein bisschen das Gefühl haben, Sie drücken an etwas dran und Sie fühlen sich wohl. Dann haben Sie natürlich innen noch eine Sauerstoffversorgung. Und wenn alles zu viel ist, dann schließen Sie das, indem Sie die Luke zumachen und Sie sind für sich alleine. Ja, das war die Schlafkoje. Das, was jetzt noch übrig bleibt, ist das untere Deck. Im unteren Deck befinden sich die Abfallräume. Ich zeige Ihnen mal gerade so einen Abfallraum. Hier kommen alle Dinge rein, die man nicht mehr braucht. Also leere Dosen, nasse Handtücher. Das wird alles hier reingestopft und wieder geschlossen. Ja, was haben wir sonst noch? Hier, dieser ganze Bereich dient dazu, das CO2 aus der Luft herauszuholen, einzufangen und Sauerstoff wieder zuzugeben. Das ist sozusagen der CO2- oder Kohlendioxidabsorber. Damit hätten wir fast die Rundtour beendet. Das Einzige, was noch übrig bleibt zu erklären, ist dieser Durchgang hier. Wir machen natürlich Wissenschaftsexperimente hier an Bord und dazu gibt es ein großes Labor, das Raumlabor, und das befindet sich weiter hinten in der Nutzlastbucht des Shuttles, und das hier ist der Durchgang zu diesem Weltraumlabor, und mein Kollege Hans Schlegel wird Sie dann begleiten zu einer Fahrt hinüber zum Raumlabor. Ja, und damit ist meine Tour hier durch Shuttle, durch das Flugdeck und das Mitdeck beendet. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, Sie haben was dabei gelernt, vielleicht sehen wir uns in Zukunft. Und Sie können mir dann jede Frage stellen, die Ihnen beliebt. Ich werde Sie auf der Stelle erklären. Und machen Sie es gut und alles Gute. Mein Kollege wird Sie dann weiterführen. Tschüss. Charlie Precourt, unser amerikanischer Missionsspezialist Nummer 2, wird die Kameraführung übernehmen und ich werde Ihnen die Bilder erläutern. Nicht wahr, Charlie? Ja, danke, Hans. Guten Tag. Und ich hoffe, dass Ihnen unsere Tour gefällt. Hier in dieser Ecke befindet sich die Toilette. Sie funktioniert im Wesentlichen wie ein Staubsauger. Für Demonstrationszwecken werde ich mich jetzt mal darauf setzen. Wichtig ist, dass man sich in der Schwerelosigkeit natürlich festklemmt. Dann bleibt nichts anderes zu tun, als noch den Luftstrom einzustellen und den Schieber zum Auffangbehälter zu öffnen. Hier mit einem entsprechenden Adapter versehen, dient dann zur Auffangung des Urins. Darüber hinaus haben wir hier Handtücher, Waschtücher, haben wir Behälter mit Tüchern, Handschuhen, Beuteln und natürlich hier noch einen Mülleimer für feuchten Müll.
Einführung in die Toilette genügen. Wir wollen jetzt zum Verbindungstunnel schweben. Ich habe natürlich noch vergessen zu sagen, dass man die Toilette natürlich auch hier mit Vorhängen abtrennen kann, sodass man eine gewisse Privatsphäre hat. Und hier in diesem Tunnel geht es zum Raumlabor Space Lab. Charlie, komm bitte hinterher. Unsere tägliche Arbeitsumgebung. Hier führen wir im Wesentlichen unsere Experimente durch. Wir wollen mit der Werkbank beginnen. Die Werkbank dient dazu, Experimente, wo sehr viel Handhabung zu verrichten ist, durchzuführen. Zum Beispiel Experimente biologischer Art hier in diesem Schutzgehäuse. Das Gerät ist das sogenannte Baroreflex-Experiment, ist eine amerikanische Beistellung zu dieser Mission, untersucht die kardiovaskuläre Anpassung des Menschen an die Schwerelosigkeit. Hier nebendran hatten wir schon, was wir gehabt haben. Das sind einfach Schränke für Proben, für Experimentiergerät, für Werkzeuge. Alles ist mindestens in zweifacher Ausfertigung da. Jede Probe oder fast jede Probengruppe hat Reserveproben. Übrigens gibt es nicht nur in diesen Schränken Staumöglichkeiten, sondern hier oben in den Schubladen an der Decke ebenso. Wir kommen etwas weiter zu dem Doppelschrank Werkstofflabor. Dieses Werkstofflabor ist im Prinzip in Vorgängermodellen schon zweimal auf wissenschaftlichen Schwerelosigkeitsmissionen geflogen, auf Space Lab 1, das erste Erprobung, der erste Flug von diesem Labor und auf D1, der ersten deutschen Raumflugmission. Wir haben hier insgesamt 5 Öfen, wo Metalllegierungen wieder untersucht werden, Einkristalle gezogen werden, Technologieexperimente, Turbinenblätter gezogen werden. Hier ist eine Beistellung der Franzosen. Dann haben wir hier ein Experimentteil, in dem Proteinkristalle gezogen werden. Hier hinter der Frontplatte verbergen sich weitere 2 Öfen. Und hier dieses herausragende, aus der Frontplatte herausragende Experiment ist ein Experiment, was sich mit der Flüssigkeitsphysik befasst. Die Schwerkraft. Schwerkraft hat einen entscheidenden Einfluss auf Flüssigkeiten. Deswegen ist es besonders interessant, Flüssigkeiten der Schwerelosigkeit zu untersuchen. Wo liegt die Relevanz, könnte man fragen, für andere Vorgänge? Die liegt darin, dass die ganze Biologie des Menschen und der Pflanzen im Wesentlichen wässrige Lösungen sind mit ein bisschen Zellmembranen drumherum. Hier weiter sehen wir den Roboterarm Rotex, eingesperrt in einem Gehäuse. Mit diesem Roboterarm soll geübt werden, soll erstmalig in der Schwerelosigkeit ein Roboterexperiment durchgeführt werden, wo die Steuerung des Roboters von der Erde aus geschieht, zweitens automatisch geschieht und drittens über Bedienungsschnittstellen hier ein Sensorwahl, dort ein Monitor mit Stereobrille von Bord aus. Diese Dreisamkeit eines Roboterarms, der auch noch sehr stark mit Sensorik bestückt ist, ist einmalig. Wir sind sehr neugierig und die ersten Experimente zeigen, dass es sehr gut funktioniert. Zum Schluss möchte ich Ihnen hier das Systemrack zeigen. Hier befinden sich eine Vielzahl von Rechner, Massenspeicher, hier befinden sich Netzteile und das Ganze hier oben, die Frontpanels, bilden die Interface
zu den elektrischen Versorgungssystemen, zur Lüftung, zur Kühlung und nicht zuletzt hier zur Kommunikation mit den Astronauten im Vorne, im Shuttle, mit den Bodenmannschaften und natürlich jetzt mit Ihnen. Die Klasse 4a der Grundschule in Wessling, hier ganz in der Nähe bei Oberpfaffenhofen. Ich freue mich, dass ihr hier bei uns vorbeigeschaut habt. Habt ihr denn schon ein bisschen was gesehen hier vom Raumfahrtkontrollzentrum? Habt ihr schon euch ein bisschen umgeschaut? Ja. Und ist es aufregend? Ja. Mit euch haben wir einen großen Malwettbewerb gemacht und ihr habt alle euch überlegt, wie das denn so ist mit so einem Space Lab und so einem Shuttle und um die Erde herumfliegen. Und ich fände es jetzt einfach mal schön, wenn ihr uns einfach mal alle eure Bilder zeigt und ich schaue einfach mal rum und gucke mir so die einzelnen Bilder an, was wir denn da so dabei haben. Janine, das hier ist von dir, was hast du denn da drauf gemalt? Zeig mal. Ein Picknick und dann... Und da sitzen sie halt und freuen sich, dass sie zusammen wieder sind. Nach der Weltraumfahrt sozusagen. Jetzt haben wir hier einen Gast, mit dem ihr euch unterhalten könnt. Das ist einer, der war auch schon mal im All. Der war nicht nur einmal im All, der war schon zweimal im All. Und der weiß genau, wie das ist, da zu starten und zu landen. Und ich bin mir sicher, ihr habt einfach ganz schrecklich viele Fragen für ihn. Und ich fände es schön, wenn wir ihn jetzt einmal mit einem Riesenapplaus begrüßen, den Astronauten Dr. Ulf Merbold. Eine Frage für den Dr. Merbold. Hast du dir schon überlegt? Ja. Was passiert, wenn Sie Zahnweh kriegen? Oh, also es ist, wird natürlich vor jedem Raumflug jeder Astronaut nochmal zum Zahnarzt geschickt und sollte da irgendwas der Behandlung bedürfen, dann wird man vor dem Flug noch behandelt und kriegt die Plomben erneuert oder die Löcher gefüllt und dann hofft man, dass während dieser Reise, die ja auch nicht sehr lange dauert, eine Woche oder 10 Tage, nichts passiert. Aber im schlimmsten Fall müsste man auch einen Zahn ziehen und dafür ist dann auch ein Astronaut ausgebildet. Und es sind auch die Instrumente und auch die Medikamente an Bord. Das wäre sozusagen die allerletzte Methode, um jemand von den Schmerzen zu erlösen. Zu dir. Du bist der Benjamin. Jawohl. Wie schmeckt Ihnen das Essen da oben? Es schmeckt eigentlich recht gut. Die Mahlzeiten, die es auf dem Shuttle gibt für die Astronauten dort, die sind vorher gekocht worden und man hat sie dann konserviert. In manchen Fällen wird auch so ein bisschen das Wasser entzogen, muss man erst wieder ein bisschen Wasser zumischen. Aber da gibt es grüne Bohnen, Blumenkohl, Kartoffelpüree, Gulasch, Krabbencocktail und alles Mögliche. Man darf das auch vor dem Flug in Houston schon alles mal ausprobieren. Und dann kann man von den Mahlzeiten sich ein Menü zusammenstellen, die einem besonders gut schmecken. Also gibt es eine Speisekarte, wie im Restaurant, nur dass man ein bisschen vorher sich entscheiden muss. Ja, und es kann also jeder seinen Speiseplan selber zusammenstellen. Aber es ist interessant, kann ich noch ein Geheimnis verraten, im Weltraum schmecken einem dann manchmal plötzlich andere Sachen besser als vor der Mission. Und mir und meinem Partner Dave Hilmers hat dann besonders der Shrimp-Cocktail so gut geschmeckt, den sich unser Kommandant hat einpacken lassen. Und wir haben in den ersten 3 Tagen vom Kommandanten den gesamten Shrimp-Cocktail weggefuttert. Ja, ich habe heute ja schon mit Professor Furrer hier gesprochen, auch ein Astronaut. Und er hat gesagt, er findet, dass das Ei so scheußlich schmeckt an Bord. Konnten Sie das auch feststellen? Ja, das wusste ich ja, deswegen habe ich mir gar kein Ei einpacken lassen. Ich bin ja schon zum zweiten Mal geflogen. Beim zweiten Mal hat man dann ja gelernt. Jetzt wollte ich eigentlich noch mal gucken. Da haben wir was. Columbia from... Vietnam, this is Columbia, how do you read? Read you loud and clear, Steve. Did you fax our little... receive our little surprise that we faxed you? Yes, it did. I have a very nice picture here. Let me show it to you. Oh! It's a very nice drawing, and we're curious to know who did this. Okay, we see it very good here, and we had a little contest here on Earth, and Johanna Puchler has won this contest, and she's about 10 years old. Oh, that's very nice. Would you please give our best regards to Johanna and thank her very much for the picture that you sent up to us. It's very nice and very well drawn. And as well, would you thank all the other
participated. We're very happy to see their interest in the space program and in this mission in particular. Okay, we will relay your greetings to them. Für Johanna. Thank you and over. Dann schauen wir doch jetzt noch mal zurück zum Beginn der heutigen Sendung, denn da gab es ein ganz besonderes Highlight dieser Mission. Alles Gute zum Geburtstag. Guten Tag. Ich bin Steve Nagel und als Kommandant der D2-Mission heiße ich Sie willkommen an Bord unseres Raumschiff Columbia. Bei 28.000 Kilometer pro Stunde muss ich dafür sorgen, dass meine Kollegen hier im Labor gut arbeiten können. I would like to take this opportunity to welcome you on board Columbia and to thank you, the German people, for your support of this mission. We are now into the eighth day of the flight and it is going extremely well. We think you'll be very pleased with the results. Again, thank you very much. We hope to see you very soon when we're back on the ground. Auf Wiedersehen. Okay, guten Tag. Ich grüße alle Deutschen aus dem Weltraum. And right now, we are flying just past over Africa and are out over the Indian Ocean. Last time I looked out the window, we're all back in the lab right now. So I'll introduce the whole crew to you and each of them can wave as I introduce them. Of course, you know me, the commander. Right in front of me and a little lower is Jerry Ross, the payload commander, MS-1. To his right is Ulrich Walter, PS-1. And to Ulrich's right is Bernard Harris, our MS-3. Then going across the back row, from my right, my far right, is Tom Hendricks, the pilot, Hans Schlegel, PS-2, and Charlie Precourt, MS-2. And that's all seven of us. Der gelungene Start, der war fantastisch. Das unmittelbare Erleben der Schwerelosigkeit und dann die ungeheure Arbeitsdichte, die wir hier zu absolvieren haben, das ist schon alles beeindruckend. Eigentlich alles gleichwertig. Ein Riesenerlebnis. Ich bin hier nur ein absoluter Weltraumneuling und für mich war die Sicht aus dem Shuttle auf die Erde einfach unvergleichlich. The question was, how is the mood and how are things going? We're doing very well. I would say we've got three people that have flown before and four who have not. Everybody is doing equally well and pulling their share of the load. We've had a few technical problems, but I'm happy to say we've worked through those and they've had either no or minimum impact to the mission. So in my estimation, things are going extremely well and the crew spirits are very high. Wir sind eine Zwei-Schichten-Mannschaft, drei. Eine Schicht ist hier Bernhard, Charlie und ich und die andere Schicht sind die anderen hier. Und wir lösen uns ab und sind wirklich rund um die Uhr voll beschäftigt. Wir hoffen, dass es im Laufe der Mission ein bisschen ruhiger wird. The question was, how we adapted to microgravity? As it was in the right, the commander was doing very well. I have to tell you something. My wife wrote me a little letter on the fact that the first day when we all came in here, we were, the new guys were clumsily floating around, whereas the old guys had it down. Well, about 1 day, the old guys, 2 days into the flight, we're experts now in microgravity. And we thank you very much for taking the time to talk to us, and we'll be back to work and produce some more good scientific results. Auf Wiedersehen. Mission D2 ist um einen Tag verlängert worden. Wie die US-Weltraumbehörde NASA heute in Houston mitteilte, wird die Raumfähre Columbia damit erst am Donnerstag in Cape Canaveral landen. Zur Begründung hieß es, die Energievorräte des Shuttle reichten wegen des sparsamen Verbrauchs für einen zusätzlichen Tag. Die Wissenschaftler hätten so mehr Zeit für ihre Experimente. Wissen denn die Astronauten schon von ihrem Glück und wenn ja, wie haben sie reagiert? Die Astronauten sind sofort informiert worden. Sie sagten, we are very happy, das heißt, wir freuen uns sehr und das ist auch klar, denn ich meine, sind lange an Bord und freuen sich dennoch auch einen weiteren Tag dort zu arbeiten. Vor allen Dingen wollen wir den Astronauten auch noch eine kleine Chance geben, unseren blauen Planeten zu sehen, denn auch das ist es wert, ein wenig Zeit, wenn auch nur ganz wenig, dafür einzusetzen.
Dankeschön, Herr Dr. Dudek. Ein neuer Tag, ein zusätzlicher Tag für die D2-Mission, der etwa 880.000 Mark kosten wird. Das ist aber im Plan drin gewesen und steht im Vertrag, den die DLR mit der NASA so abgeschlossen hat, drin. Auch das Forschungsministerium hat am Nachmittag gesagt, wir wollen diesen zusätzlichen Tag. Jetzt bekommen Sie ihn. Uli Bobinger für NTV aus Oberpfaffenhofen. Bisher einzigartiges Experiment. Der Roboter-Astronaut Rotex, aus dessen eingebauter Minikamera diese Bilder stammen, fing mit seinen Greifbacken einen freischwebenden Metallwürfel. Rotex soll auf späteren Flügen die Astronauten bei der Arbeit entlasten. Die D2-Mission wird um einen Tag verlängert. Am Donnerstag sollen die Astronauten dann zur Erde zurückkehren. Das werden die Astronauten der D2-Mission. Diese Entscheidung traf die NASA heute in Houston. Der zusätzliche Tag dient dazu, Experimente nachzuholen, die durch die Pannen zu Beginn der Reise verschoben worden waren. Die D2-Mission sollte ursprünglich nach 9 Tagen im All beendet werden. Die 7 Astronauten, unter ihnen die beiden Deutschen Schlegel und Walter, werden nun am Donnerstagnachmittag in Cape Canaveral landen. Seit ihrem Start am 26. April haben sie bereits 88 Experimente durchgeführt. D2 wird um einen Tag verlängert. Die Energievorräte an Bord der Raumfähre Columbia ließen dies zu, erklärte die NASA in Houston. Dadurch könnten wichtige Experimente wiederholt oder weiterentwickelt werden. Die Verlängerung war von den Deutschen gewünscht worden, die für die rund 90 Versuche zuständig sind. Dem ferngesteuerten Roboter Rotex gelang es heute erstmals, einen freischwebenden Würfel einzufangen, ohne ihn zu beschädigen. Die Roboter sollen bei späteren Missionen die Astronauten bei ihren Arbeiten entlasten. Columbia mit 5 amerikanischen Astronauten und den beiden Deutschen Schlegel und Walter wird am Donnerstag zurückkehren. Mit den Experimenten läuft alles wie am Schnürchen. Seit 6 Tagen umkreist die Columbia die Erde in knapp 300 Kilometer Höhe. Die 7 Besatzungsmitglieder arbeiten dort erfolgreich an den 90 Experimenten, die sie in dem 10-tägigen Flug bewältigen müssen. Völlig begeistert waren die Techniker im Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen von den Leistungen des Roboters Rotex. Ihm gelang es, einen freischwebenden Würfel unbeschädigt einzufangen. Eine Weltsensation. 4 der 7 Astronauten, darunter auch die beiden Deutschen Walter und Schlegel, bekamen je 2 Liter Kochsalzlösung gespritzt. Die Infusion gegen Flüssigkeitsverlust haben die 4 gut überstanden. Donnerstag geht's zurück zur Erde. Der Columbia im All. Mehr als ein Drittel aller Experimente ist bereits abgeschlossen. Im Terminkalender der 7 Astronauten stand heute auch eine Live-Schaltung zur Erde. Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen. Hier hatten sich Journalisten zur Boden-Bord-Pressekonferenz versammelt. Nach 5 Tagen fühlte ich mich einigermaßen heimisch. Aber ich würde mal sagen, das Überraschendste war tatsächlich die ersten Momente, die ersten Viertelstunden der Schwerelosigkeit. Ihre Bahn zu Columbia in 300 Kilometer Höhe über dem Pazifik. US-Astronaut Ross lobte die Zusammenarbeit mit seinen deutschen Kollegen. Raumschiff mit Aussicht. In 3 Tagen kehrt Columbia zur Erde zurück. Aus dem All gemeldet. Die Experimente verliefen alle planmäßig und deshalb hatten sie ein bisschen Zeit, über Privates zu plaudern. Der Blick auf die Erde. Man sollte meinen, die Astronauten hätten nichts anderes im Kopf. Doch was tut ein vierfacher Familienvater in der Columbia, wenn seine 4 Kinder ein Mitbringsel erwarten? Man sieht es nicht ganz so gut bestellt aus, aber was sind die Kinder genießen im Moment die Mission in Florida und besuchen Disney World und andere Vergnügungsstätten und gucken jeden Abend NASA Select und schauen uns sich die Mission an. Ich hoffe, dass das genügt für Sie. Ich kann Ihnen von hier oben nicht viel mitbringen, außer meinen persönlichen Eindrücken, die ich natürlich meinen Kindern vermitteln will. Wie jedem anderen Menschen in Deutschland oder dem sonst wo, der mich fragen wird. 4,5 Jahre hatte das Training gedauert, doch Ulrich Walter gewann in vielen Startverzögerungen auch eine gute Seite ab. Die D2-Mission sei so erfolgreich, sagte er, weil die Astronauten so lange und so gut trainieren konnten. Insofern waren die 4,5 Jahre, die ich trainiert habe, äußerst fruchtbare Jahre. Und ich würde fast vielleicht sagen, es war ganz gut, dass wir so lange trainiert haben. Und zwar sowohl für die Wissenschaft hier an D2 als auch für mich persönlich. Mit dieser Pressekonferenz ist das PR-Programm der Astronauten beendet. Jetzt wird noch bis Donnerstagvormittag hart gearbeitet, bis die Columbia dann am 6. Mai um 14.57 Uhr deutscher Zeit in Cape Canaveral landen soll. Uli Bobinger für NTV aus Oberpfaffenhofen.
widespread on Wednesday across the northeastern U.S. and eastern sections of Canada, while a developing low-pressure center moving across the Rocky Mountains brings widespread heavy snows to the higher elevations and thunderstorms into the Plain States. A third strong system in the Pacific Northwest will produce rain showers and mountain snows across British Columbia, coastal sections of Washington and Oregon. We hope you have a good day, whatever your weather, wherever you are. I'm meteorologist Valerie Voss. Schichten zum größten Teil. Dann bei Landung minus 8 Stunden erfolgt die Deaktivierung von Spacelab. Das wäre etwa um 7 Uhr morgen früh. Noch wird im Spacelab emsig gearbeitet. Wegen des wechselhaften Wetters in Cape Canaveral könnte sich der Landetermin jedoch verzögern. Vergangene Nacht überraschend der Funkkontakt zur Raumfähre Columbia ab. Über eine Stunde lang gab es keinerlei Verbindung zwischen den Astronauten und der Bodenstation. Grund für die Unterbrechung war ein Computerfehler. Nachdem die Techniker neue Programme eingegeben hatten, funktionierte die Verbindung wieder einwandfrei. Nach Angaben eines Sprechers waren die wissenschaftlichen Experimente zu keiner Zeit gefährdet. Auch seien keine Daten verloren gegangen. Trotz kleinerer Probleme überaus positiv. Das Weltraumlabor habe brillante Ergebnisse geliefert. Die letzten Wettervorhersagen für Cape Canaveral sind günstig. Die Landung der Columbia ist für morgen 15 Uhr geplant. Astronauts are enjoying an extra day in space, conducting tests in the Shuttle Space Lab. Over the weekend, the U.S. Space Agency decided to add a 10th day to the joint research mission. The shuttle is now scheduled to land Thursday in Florida. Zur geplanten Landezeit morgen um 15 Uhr zu schlecht sein sollte, dann will man nicht auf dem Ausweichplatz im kalifornischen Edwards landen, sondern die D2-Mission um 24 Stunden verlängern. Aus Oberpfaffenhofen, Uli Bobinger. Alles hängt wieder einmal, wie schon beim Start, vom Wetter ab. Noch allerdings gehen NASA und DLR davon aus, dass die Columbia morgen landen kann. Auf einer Pressekonferenz schilderte Hauke Dodek, der Projektleiter der D2-Mission, wie es zurzeit in der Raumfähre aussieht. Die Orbiter-Crew fängt schon an, die Koffer zu packen, denn etwa bei 22 Stunden vor der Landung beginnen die Aufräumarbeiten, natürlich primär erstmal für die Orbiter-Crew. Die Nutzlast-Crew macht ja noch ihre beiden Schichten zum größten Teil. Dann bei Landung minus 8 Stunden erfolgt die Deaktivierung von Spacelab. Das wäre um etwa 7 Uhr morgen früh. Noch wird im Spacelab gearbeitet. Die letzten Experimente, die laufen, sind vor allem medizinische Versuche. Sollten die Wetterbedingungen die Astronauten noch einmal 24 Stunden länger im All festhalten, dann gäbe das ein reines Ausflugsprogramm. Denn genug Energiereserven für weitere Experimente gibt es jetzt nicht mehr. Warum will man nicht in Kalifornien landen? Nun, das hat zwei Gründe. Zum einen würde die NASA die teuren Transportkosten für die Columbia von Kalifornien nach Florida sparen. Und zum anderen kommt man in Cape Canaveral sehr viel schneller an die Ergebnisse der Experimente, also an die Proben im Space Lab heran. Noch einmal 24 Stunden länger im All, das ist der Ausweichplan. Momentan sieht es noch so aus, als würde das Wetter in Cape Canaveral eine Landung morgen Nachmittag erlauben. Thunderstorm activity expected tomorrow in the Plain States as the weather system rolls out of the Rockies and into the Plain States, bringing in some colder air behind it. In Canada, a new weather system moving into British Columbia, the front reaches down through the northwestern portion of the United States. Look. Die Columbia fliegt seit ungefähr 10 Tagen mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Stundenkilometern durchs All. Jetzt muss diese Geschwindigkeit gebremst werden, und zwar von 28.000 auf null. Wie lange dauert dieses Bremsmanöver? Das dauert etwa eine halbe Erdumdrehung, das heißt 45 Minuten. Wir sind jetzt auf dem 154. Orbit und noch etwa knapp 6 Stunden. Und dann wird man wohl bremsen, so etwa im Pazifik, in der Nähe von Australien. Und dann fliegt man zurück und muss dann halt innerhalb dieser Dreiviertelstunde dann auf null kommen, an der richtigen Stelle. Und zwar auf ein paar Meter genau. Das ist ja unglaublich. Wie viel Meter genau, also quasi vor der Landebahn, wird das Shuttle stoppen müssen? Was hat es dann noch für eine Geschwindigkeit? Beim Aufsetzen hat das Shuttle etwa eine Geschwindigkeit von 400 Stundenkilometern.
Das ist etwa doppelt so viel als ein normales Flugzeug. Das Interessante ist auch, dass kurz zuvor der Gleitwinkel etwa 7-mal so groß ist wie eine normale Verkehrsmaschine. Das heißt, man fällt förmlich vom Himmel. Nur durch ein plötzliches Flare-Manöver, so etwa 20 Meter über dem Boden, kann dann praktisch das Fahrzeug relativ weich aufgesetzt werden. Das ist doch eine ungeheure Belastung für die Astronauten, ein Druck, den sie aushalten müssen. Merken die das irgendwie körperlich? Ja, der Hauptdruck ist vorher, und zwar bedingt durch die Geschwindigkeit. So in etwa einer Höhe von 30, 40 Kilometern hat man etwa das 1,4-fache der Erdbeschleunigung. Nachher, wenn man steht auf der Landebahn, ist es dann wieder praktisch so wie zuvor auch. Allerdings, man kommt von der Schwerelosigkeit, man nimmt es sehr viel stärker wahr. Man fühlt sich dann, wenn man aufsteht, förmlich wieder in den Sitz gerissen. Und es dauert dann körperlich dann schon einige Minuten, bis man sich an die Schwerkraft wieder gewöhnt hat. Ernst Messerschmidt, schauen wir zurück auf die vergangenen 10 Tage. Was waren für Sie die Höhepunkte dieses Fluges? Das waren vor allem die erfolgreich durchgeführten Experimente, auch der Beweis, dass wir hier in Oberpfaffenhofen so gut, so erfolgreich mit der Crew zusammenarbeiten konnten. Für uns sehr erfreulich, dass schon während der Mission einzelne Ergebnisse so positiv waren, einige sogar exzellent. Wir sind sehr gespannt darauf, was die endgültige Auswertung bringen wird. Sicher ist, dass die D2-Mission an die D1-Mission angeknüpft hat, von den operationellen wie auch von den wissenschaftlichen Erwartungen, die wir an diese Mission geknüpft haben. Herr Messerschmidt, wie werden Sie die Astronauten denn empfangen, wenn sie auf der Erde gelandet sind? Ja, zunächst einmal werden sie natürlich in der Mitte der Familie aufgenommen. Sie werden dann aber dort nicht lange in Ruhe gelassen. Denn sie sollen ja auch den Experimentatoren gegenüber Rede und Antwort stehen, wie sie die Experimente durchgeführt haben. Man erfährt dann immer noch einige Details, die für die Auswertung der Experimente wichtig sind. Und schließlich freuen wir uns zum Beispiel auch in den Universitäten, wenn wir dort aus erster Hand dann die Berichte bekommen. Denn selbst für jemanden, der im Weltraum gewesen ist, so wie ich, ist es immer wieder faszinierend, eben die neuen Erfahrungen und teilweise auch die Bestätigung, die man selbst gemacht hat von der Einzigartigkeit dieser Atmosphäre des Arbeitens, des Lebens wieder erzählt zu bekommen. Zurück auf dem guten alten Planeten Erde. Die Astronauten werden sich sicherlich auch riesig freuen, ihre Familien, ihre Angehörigen zu sehen. Danke, dass Sie heute Morgen für uns Zeit hatten, Ernst Messerschmidt. Ich wäre gerne heute bei Ihnen heute Nachmittag. Beneide ich Sie drum. Wenn Bild dran achten, da wird man gleich Blitze sehen. Ja, das ist wahr. Im oberen Bildrand werden Sie gleich zu sehen sein. Das, was man in der unteren Bildhälfte sieht, das sind keine Gewitter, sondern das sind vermutlich Buschfeuer. Man sieht es auch, die Lichter sind also stetig. Und ganz am oberen Rand sieht man jetzt die Blitze. Ja, so viel also diese Bilder aus dem All. Wir könnten auch noch mal gerade live draufschalten, das sind auch die letzten Bilder. Können wir mal die Regie bitten? Ja, hier sieht man noch mal das Space Lab. Wir erwarten auch in wenigen Minuten die Verabschiedung und wir werden hier gleich noch mal klären, ob wir dann auch die Verabschiedung der Astronauten aus dem Space Lab, wenn sie wieder in die Columbia umsteigen, zeigen können. Ich werde mich gleich noch mal in Köln melden und ja, ich kann nur sagen, bleiben Sie dran. Wir werden auch noch mal kurz nach 8 hier rüberschalten nach Oberpfaffenhofen. Dann kann ich mit Ernst Messer mitsprechen, der Astronaut, der bei der D1-Mission dabei war. Und der kann uns dann auch sagen, welche Gefühle hat so ein Astronaut kurz vor der Landung. Okay, Christoph. So viel erstmal. Alles klar. Danke, dann bis nachher dann, ne? Mit schönen Bildern wieder. Okay, bis dann. Tschüss. Deutsch-amerikanische Weltraummission D2 zu Ende. Bei gutem Wetter wird die Raumfähre kurz nach 15 Uhr in Cape Canaveral landen. Bei schlechtem Wetter verzögert sich die Landung um 24 Stunden. Die Mission war um einen Tag verlängert worden, um Zeit für weitere Versuche zu gewinnen. Nach wiederholten Startaufschüben und einer Pannenserie zu Beginn ist sie nach Angaben der Organisatoren erfolgreich verlaufen. Rund um die Uhr machten die Astronauten, darunter die beiden Deutschen Schlegel und Walter, etwa 90 medizinische, physikalische, technische und biologische Versuche. Jetzt soll die Raumfähre auf dem Kennedy-Weltraumbahnhof in Florida landen. Bei schlechtem Wetter könnte sich die Ankunft um einen Tag verschieben. Die 7-köpfige Besatzung, darunter die beiden Deutschen Schlegel und Walter, hatten rund 90 wissenschaftliche Versuche durchgeführt. Die Auswertung der Experimente wird ungefähr ein Jahr dauern. Damit geht die zweite deutsch-amerikanische Weltraummission zu Ende. Nach der Pannenserie zu Beginn seien alle Experimente erfolgreich verlaufen, hieß es aus dem Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen. Läuft. Die D2-Mission geht zu Ende. Die Astronauten kehren auf die Erde zurück. Wird die Landung planmäßig verlaufen oder wird sie wegen schlechten Wetters verzögert? Wann auch immer das Space Shuttle landet,
NTV berichtet live von der Rückkehr der Astronauten. Hoffentlich wohlbehalten landen werden. Wir wollten die Verabschiedung live mitkriegen, das haben Sie eben gehört. Wegen technischer Schwierigkeiten, die ich Ihnen nicht erklären kann, hat das Ganze nicht geklappt, aber erklären kann das bestimmt mein Kollege. Hallo, Christoph Androwski, warum hat das denn nicht funktioniert gerade eben? Ja, das ist ganz einfach so. Die haben sich zwar wohl verabschiedet, aber genau in dem Moment waren sie im Funkschatten. Aber genauer kann das Heike Walport erklären. Sie ist hier vom Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen. Heike, was war los? Warum haben wir gerade von der Verabschiedung keine Bilder? Ja, also zu der Zeit, wo das Licht im Space Lab buchstäblich ausgeschaltet wurde, hatten wir keinen Funkkontakt. Das passiert einmal bei einer Erdumrundung für etwa 10 Minuten. Und genau in diesem Zeitraum wurde eben das Licht ausgeschaltet, sodass wir die Crew da nicht mehr sehen konnten. Verabschiedet hat sie sich allerdings, nachdem sie die ganzen Experimente zu Ende durchgeführt hatte. Und da hat es ein paar kurze Grüße gegeben. Dankeschön an die Crew hier am Boden und umgekehrt natürlich auch vom Boden, von dem Team hier unten an die Crew an Bord. Wenn ich kurz zurückgeschaut habe, wir haben hier trotzdem noch Live-Bilder aus dem All. Wenn ich mal die Regie bitten darf, kurz auf das Signal von NASA Select zu gehen. Wir sehen also noch Außenaufnahmen vom Space Shuttle. Wo befindet sich gerade Space Shuttle? Ja, das Shuttle hat eben Australien überflogen und jetzt sehen wir halt Bilder vom Pazifik. Das sind Momente, wo man noch genießen kann, den Blick auf die wunderschöne Erde, die Crew. Ist leider im Moment sehr beschäftigt, muss sich auf die Landung vorbereiten, die Anzüge anziehen und sodass wir jetzt im Moment hier unsere Ausblicke genießen können. Wir haben hier natürlich trotzdem noch ein paar Bilder, die letzten Bilder, die sozusagen bei uns angekommen sind, hier in Oberpfaffenhofen aus dem Shuttle vorbereitet. Nochmal die kurze Bitte an die Regie, können wir nochmal diese Bilder sehen? Frau Walport, wer ist das? Das ist der Hans Schlegel, der nachdem die Nutzlast Aktivitäten beendet waren, noch ein bisschen im Space Lab herumgeturnt hat. Das konnte er dort, ohne dass hier die Experimentatoren sich direkt auf ihn stürzten und noch Experimentläufe haben wollten. Macht es Spaß? Das macht mit Sicherheit Spaß. Vor allen Dingen, wenn man das sieht, kann man das, glaube ich, nachvollziehen und so schweben zu können und einfach seine Gedanken treiben zu lassen. Ich denke mal, das ist ein ganz toller Abschluss nach einem erfolgreichen Shuttleflug. Ein kleiner Hinweis für die Zuschauer, oben ist die Zeit eingeblendet, 4.46 Uhr, das heißt unserer Zeit, jetzt ist es gerade umgeschnackelt, 4.41 Uhr, das heißt unserer Zeit 6.42 Uhr, ist das richtig? Das ist richtig, das ist die sogenannte GMT-Zeit und da wir uns in der Sommerzeit befinden, haben wir 2 Stunden mehr. Jo, tolle Bilder, man kann die Leute da im All im Moment nur beneiden. Allerdings, ich glaube, denen steht jetzt noch eine ganz harte Phase bevor, nämlich die Landung. Man muss sich ja vorstellen, das Space Shuttle kreist im Moment noch mit knapp 28.000 Stundenkilometern durchs All. Das ist eine ungeheure Geschwindigkeit. Sie müssen sich mal vorstellen, das wäre eine Minute von München bis Köln etwa. Und die müssen ja dann in wenigen Stunden auf der Erde sein, praktisch bei 0 Kilometern. Soll die Raumfähre Columbia mit 5 amerikanischen und 2 deutschen Astronauten an Bord heute wieder landen. Bis zuletzt aber stand ein Fragezeichen hinter dem Ende der D2-Mission. Nun ist die Entscheidung gefallen. Uli Bubinger berichtet jetzt aus Oberpfaffenhofen. Die Vorbereitungen auf die Landung laufen auf Hochtouren. Und jetzt wissen wir auch, wo gelandet wird. Es ist nicht Cape Canaveral, der Wunschlandeort. Da ist zu schlechtes Wetter. Die NASA hat Go gegeben für Edwards, Kalifornien. Dort soll um etwa 16.30 Uhr deutscher Zeit die Columbia niedergehen. Die Wissenschaftler der DLR sind froh, dass heute gelandet wird. Ihnen ist es nicht so wichtig, wo gelandet wird. Heute, das ist am wichtigsten. Warum? Das erklärte Hauke Dodek, der Leiter der D2-Mission, auf einer Pressekonferenz. Wir hatten 2 Kühlschränke an Bord. Sie wissen, einer ist ausgefallen, 1,5 Stunden nach dem Start. Der zweite hat hervorragend funktioniert, aber man soll das System nicht überfordern. Ich möchte dafür sorgen, dass das Risiko minimiert wird, dass unsere Ergebnisse, die wir jetzt eingefahren haben, sicher zurückkommen. Und deshalb mein Wunsch, heute noch zu landen. Die Astronauten haben heute um 9 Uhr das Space Lab verlassen. Als letzter schwebte Jerry Ross aus dem fliegenden Labor zurück in die Columbia. Landung also in Edwards auf der Airbase in Kalifornien. Man geht auf Nummer sicher. 16.33 Uhr deutscher Zeit soll Touchdown, soll Bodenberührung sein. Und wir melden uns natürlich rechtzeitig, um die Landung live zu übertragen. Uli Bubinger für NTV aus Oberpfaffenhofen. With initial plans to land in Florida at 9.03 a.m. Eastern. So, NASA has diverted Columbia to the California landing site at Edwards Air Force Base because of
fall weather at the Kennedy Space Center. We're looking at a live picture of Edwards where the sun has just come up. Daylight just arrived. Touchdown at Edwards set for 10:30 a.m. Eastern Time, about 90 minutes later than first planned, an hour and a half from now. And CNN plans live coverage. Stunde wurden die Bremstriebwerke für 2 Minuten gezündet. Damit ist die Geschwindigkeit der Columbia von 28.000 Stundenkilometern, immerhin 8 Kilometer pro Sekunde, auf 27.700 Stundenkilometer reduziert worden. Das reicht schon, damit die Columbia die Erdumlaufbahn verlässt und zur Erde zurückschwebt. Wobei Stürzen wohl der bessere Ausdruck wäre. Im Moment ist die Columbia noch etwa 80 Kilometer hoch. Das heißt, der Eintritt in die dichteren Schichten der Erdatmosphäre hat schon begonnen. Und das bedeutet, dass es im Moment ziemlich heiß ist am Boden der Columbia. Die Hitzeschutzkacheln am Boden, sie müssen in diesen Minuten eine Temperatur von 1500 Grad Celsius aushalten. Zurzeit gleicht die Columbia eher einem vom Himmel fallenden Kachelofen als einer Raumfähre. Die Astronauten selbst sollen davon nicht spüren. Fragen kann man sie im Moment aber nicht, denn es herrscht Funkstille. Eine ganz automatische Funkstille, die durch die ungeheure Aufprallenergie zustande kommt. Sie hat zur Folge, dass sich da so eine Art elektromagnetische Glocke um die Raumfähre legt, sodass im Moment noch die nächsten 6 Minuten kein Funkkontakt zustande kommt. Die Columbia soll landen in jetzt genau 17 Minuten und wir werden uns natürlich wieder rechtzeitig melden. Uli Bobinger für NTV aus Oberpfaffenhofen. In etwa 15 Minuten soll die Weltraumfähre Columbia mit 2 deutschen Astronauten an Bord auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien landen. Meine Kollegin Petra Schwarzenberg und ein Weltraumfachmann werden die Landung verfolgen. Tschüss, viel Spaß. Die Landung der D2-Mission live bei Vox. Jetzt. Tja, meine Damen und Herren, das war fliegender Wechsel im Studio. Die D2-Mission geht zu Ende. Die Raumfähre Columbia soll in etwa einer Viertelstunde landen und bei Vox können Sie live mit dabei sein. Wir sind ein bisschen später dran als geplant, denn eigentlich sollte die Raumfähre schon um 15.03 Uhr ankommen. Schlechtes Wetter ist schuld und an dieser Stelle begrüße ich unseren Studiogast, den Weltraumwissenschaftler Hermann Michael Hahn. An Sie die Frage, wie schlecht muss das Wetter sein, dass so eine Maschine nicht landen kann? Denn große Maschinen, Passagiermaschinen, Chartermaschinen landen ja auch bei schlechtestem Wetter und das sind ja auch nicht gerade Schubkarren. Richtig, aber das Entscheidende ist hier bei der Raumfähre, sie hat keinen eigenen Antrieb, das heißt, sie kann im Ernstfall nicht durchstarten. Sie kommt wie ein Segelflugzeug runter und von daher müssen die Bedingungen sehr gut sein. Sie kann also auch nicht durch irgendwelche Steuermanöver auf Querwinde reagieren und genau das, die starken Winde waren eigentlich der Anlass, warum man den Landeplatz auch und die Landezeit verändert hat. Es hat bis zur letzten Minute praktisch gedauert, bis es die Entscheidung gefallen ist, dass man nicht im Cape Canaveral runterkommen wollte oder konnte, sondern erst noch einmal die Erde umfliegen musste, um dann im Westen der Vereinigten Staaten auf etwas Air Force Base herunterzukommen. Ja, dann ist sie erst mal da, muss zurückgebracht werden nach Cape Canaveral. Wie muss man sich das vorstellen? Also zunächst einmal werden die Astronauten dann aussteigen natürlich und man wird das ganze Gefährt dann auf einen Jumbo setzen, mit diesem Jumbo quer über die Vereinigten Staaten fliegen. Das Unternehmen kann einige Tage dauern, bis das denn die Fähre mit dem Raumlabor in Cape Canaveral ankommt, möglicherweise auch vorher schon einen Großteil der Nutzlast herausgenommen, weil die Wissenschaftler ja auf ihre Experimente und die Ergebnisse dann warten. Das wird ja noch ein paar Mark draufschlagen auf die Kosten der gesamten Mission. Das kann man geht sich aber das Gott sei Dank nicht zu unseren Lasten, sondern das ist ein amerikanischer Kostenfaktor, den die Amerikaner selber tragen müssen. Wir haben, ja ihr Wetter ist. Richtig, ihr Wetter und vor allen Dingen auch ihr Landeplatz und ihre Raumfähre, die sie wieder rübertragen müssen an den nächsten Startplatz für die nächste Mission. Von daher gesehen, damit werden wir Gott sei Dank nicht belastet. Das passt ja recht gut in das Bild dieser D2-Mission. Zuerst kommt die Raumfähre nicht hoch, dann kommt sie nicht runter. Wir zeigen Ihnen jetzt eine Chronik dieser Pleite. Wir nehmen das gelassen auf. Wir nehmen das gelassen auf. Wir nehmen das gelassen auf. Gleich dreimal war sie gefragt, die Gelassenheit, bis die D2-Mission am 26. April endlich abheben konnte.
Der erste Fehlversuch am 22. März. Nur 3 Sekunden vor dem Start, Abbruch des Countdowns. Technische Probleme. Die Startverzögerung kostete 7 Millionen Mark. Nächster Starttermin, der 24. April. Das Wetter über Cape Canaveral in Florida war ideal. Doch 6 Stunden vor dem Start dann das erneute Aus. Ein Fehler im Navigationssystem. Die Enttäuschung im deutschen Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen war groß. Die Kosten um eine weitere 500.000 höher. Gut, und wenn es eben heute nicht ist, man muss darauf gewappnet sein. Wir gehen davon aus, dass es dann Montag klappt. Und dem war dann auch so. Also verständlich die gelöste Begeisterung der dritten Art. Tja, Stichwort Pleiten, Pech und Pannen, das sind ja immerhin nun 910 Milliarden, die allein für diese Millionen, die allein ja bei diesen Haushaltslage, da verschieben sich die Dimensionen immer leicht. Also 910 Millionen allein für diese Mission sind draufgegangen. Ist das nicht ein bisschen zu viel für das, was dann hinterher dabei rauskommt? Wie sehen Sie das? Also was dabei rauskommt, das muss man natürlich noch sehen. Die Wissenschaftler haben zumindest während der Mission aus den Bildern von oben schließen können und den Daten, die runtergefunkt worden sind, dass die Experimente sehr gut gelaufen sind. Aber Sie müssen überlegen, es sind ja doch 90 Experimente gewesen und dann ist nicht das ganze Geld für die Experimente ausgegeben worden, sondern okay, es ist insgesamt für die Mission, man muss Startgeld bezahlen. Die Wissenschaftler verdienen natürlich während dieser Zeit auch. Und das ganze Geld ist, oder der größte Teil dieses Geldes, ist vor allen Dingen in unserem Lande ausgegeben worden. Ungefähr 130 Millionen stammen sogar auch noch von anderen Ländern, die praktisch als Trittbrettfahrer bei der D2-Mission dabei waren. Aber Sie haben recht, das war Japan zum Beispiel. Sie haben recht, dass 910 Millionen Mark insgesamt eine sehr teure Mission ist, aber die Frage unbemannt oder bemannt, die sich daraus natürlich ergibt, weil es immer heißt, bemannte Missionen wären so viel teurer, das ist gar nicht so ganz richtig, denn wir haben zurzeit eine Mission in der Umlaufbahn, eine unbemannte, die seit einem halben Jahr etwa schon länger oben fliegt, mit dem nächsten auch runtergeholt werden soll, mit dem nächsten Shuttle. Die hat auch ihre 1200 Millionen Mark gekostet, für ein halbes Jahr allerdings dann natürlich. Also für mich, so als Laie, stellt sich oft die Frage, was interessiert es mich, wenn da Frösche im Weltraum sind und deren Reaktion auf die Schwerelosigkeit getestet wird. Aber ich denke, diese Frage wollen wir nachher beantworten. Sie haben uns jetzt einen Film zusammengestellt, in dem wir uns ansehen können, was die Wissenschaftler mit diesem Geld alles angestellt haben. Nachdem die Erdumlaufbahn schließlich 2 Monate später als geplant erreicht war, begann für die Astronauten an Bord des Europäischen Raumlabors ein umfangreiches Arbeitsprogramm. Fast 90 Experimente aus den Bereichen Materialwissenschaften, Erdbeobachtung, Weltraumforschung, Biologie und Medizin waren zu erledigen. Die Anpassung des menschlichen Organismus an die Bedingungen der Schwerelosigkeit wurde ebenso erfasst wie die von Kaulquappen, deren Gleichgewichtsorgan ähnlich wie das menschliche funktioniert. Loopings für die Wissenschaft, von Kaulquappen und von Astronauten. Die Auswertung soll Rückschlüsse auf Lernprozesse im Gehirn ermöglichen, um zu verstehen, wie unser komplizierter Denkapparat sich selbst organisiert. Zeit für den atemberaubenden Blick nach draußen gab es kaum. In 2 12-Stunden-Schichten wechselten sich die Astronauten ab, züchteten hochreine Kristalle, untersuchten die Entstehung neuartiger Legierungen, studierten die Entwicklung und Veränderung biologischer Zellen unter Schwerelosigkeit. Und zwischendurch immer wieder medizinische Untersuchungen oder Trainingsphasen, um Muskelschwund und Knochenabbau in der Schwerelosigkeit entgegenzuwirken. Strampeln für die Wissenschaft. War diese zweite deutsche Space Lab Mission auch ein Strampeln gegen den Abstieg, den Ausstieg aus der bemannten Raumfahrt? Bundesforschungsminister Matthias Wissmann. Ein D3-Projekt wird es nicht geben können. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Zusammenhang mit den anderen Partnern, mit Amerikanern und Russen, es auch in Zukunft, wenn das Projekt plausibel ist, deutsche Astronauten im Weltraum sein werden. Ich führe keinen ideologischen Krieg um die Frage, bemannt oder unbemannt. Für mich gibt es nur immer einen Punkt, der entscheidend ist. Ist das Forschungsprojekt plausibel?
ist die Nutzanwendung eine echte Perspektive. Wir haben gerade gehört, es wird keine D3-Mission geben. Ist das das Eingeständnis der deutschen Unfähigkeit im Weltall? Nicht der Unfähigkeit im Weltall, sondern der Unfähigkeit im Portemonnaie. Denn das ist der entscheidende Punkt. Die Wissenschaftler würden ganz gerne auch weiter Experimente machen, zur Vorbereitung beispielsweise für die Beteiligung an der bemannten Raumstation. Aber das geht eben nur noch, wie Herr Minister Wissmann gerade eben gesagt hat, eben stärker im internationalen Verbund, sei es bei amerikanischen Flügen mitzufliegen als Gast oder auch bei russischen, was wir ja schon mal gemacht haben im vergangenen Jahr. Das wird sich in der Zukunft zeigen. Wir haben gerade gehört, die Raumfähre soll auf dem Landeanflug sein. Ich weiß nicht, könnte die Regie mal Bilder dazu einspielen? Ja, man sieht hier jetzt gerade eine Kartendarstellung. Der schwarze Strich von links kommend ist die Position des Raumtransporters. 5 Minuten vor dem geplanten Aufsetzen in Edwards Air Force Base im Westen der Vereinigten Staaten ist diese Raumfähre jetzt noch ungefähr 25 Kilometer hoch und knapp 100 Kilometer von dem eigentlichen Aufsetzpunkt entfernt. Sie fliegt noch mit einer Geschwindigkeit von 2700 Kilometern pro Stunde. Das heißt also noch mehr als doppelter Schallgeschwindigkeit. Ursprünglich hatte sie ja eine Geschwindigkeit von etwa 28.000 Kilometern pro Stunde und ist dann vor ungefähr 55 Minuten abgebremst worden mit einem 2 Minuten dauernden Triebwerksmanöver ungefähr. Also eine Stunde Bremsvorgang. Ja, der eigentliche Bremsvorgang selber war nur 2 Minuten und dann taucht die Raumfähre gewissermaßen nach unten weg. Sie wird dann vom Schwerefeld der Erde stärker angezogen, als sie Fliehkraft hätte, um die Erde weiter zu umrunden. Und das heißt, sie tritt dann gewissermaßen in den Sinkflug ein. In dieser Zeit spüren die Astronauten eigentlich noch nichts davon. Während dieser 2 Minuten gab es denn zwar eine kurze Schwerkraft an Bord, aber dann waren es nochmal schwerelos für, na, größenordnungsmäßig eine halbe Stunde etwa. Wie muss man sich das vorstellen? Sind die da irgendwie angekettet, angebunden? Die sind dann angeschnallt während dieser letzten Phase, ganz richtig. Denn bei der Abbremsung und vor allen Dingen dann, wenn die Raumfähre auf die obere Atmosphäre in 120 Kilometern Höhe trifft, dann wird die Bremsung stärker, dann wird auch die Reibung stärker. Dann heizt sich praktisch die Unterseite des Raumtransporters auch auf Temperaturen in der Größenordnung 1200 bis 1600 Grad auf. Dafür gibt es diese Hitzeschutzkacheln, die entwickelt worden sind und die diese Wärme abfangen und von daher gesehen, man spürt nichts dann in der Kapsel. Man spürt im Inneren nichts, aber die Luft um die Raumfähre wird dann sehr heiß und dann geht auch für ungefähr 10, 15 Minuten der Funkkontakt verloren. Das ist immer eine sehr kritische Phase, weil man dann nicht weiß, ob alles oben an Bord richtig läuft. Wir hatten gerade eben einen Blick ins Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen und sehen jetzt wieder die Karte der Landebahn. Das ist ein riesiges Salzseegebiet dort, diese Gegend von Edwards Air Force Base. Und die Raumfähre fliegt also von Südwesten kommend an, dreht dann eine große Kurve, da muss sie jetzt langsam mit anfangen, und wird dabei immer noch weiter abgebremst. Wir haben dann ungefähr so die letzten 1,5 Minuten vor der Landung ist die Raumfähre bis auf fast 3 Kilometer herangekommen an die Aufsetzstelle und dann fällt sie fast wie ein Stein vom Himmel. Wir werden das wahrscheinlich gleich auch sehr schön sehen. Hier nochmal ein Blick ins Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen. Bei dieser Landung, wenn ich Sie mal kurz unterbrechen darf, können da die Astronauten irgendwie noch eingreifen? Sollte etwas anders laufen als geplant? Kann man da noch was regulieren? Man kann. Es gibt allerdings einen Autopiloten, der das alles sehr sorgfältig vorausberechnet und dann eigentlich auch vernünftig abwickelt. Da sehen wir jetzt in der Kurve die Raumfähre. Man sieht, wie die hohe Geschwindigkeit noch zu Kondensstreifen an der Spitze der Tragflächen führt. Man muss sich ja vorstellen, dieses Gerät ist ohne Antrieb jetzt, kommt wie ein Segelflugzeug herunter und mit einem Anflugwinkel von immerhin 22 Grad. Normale Verkehrsmaschinen kommen mit 2-3 Grad Anflugwinkel herunter, ist also ziemlich steil. Und wie schnell sind die dann? Kann man sich so eine Landung, um sich ein bisschen hineinzuversetzen, so wie eine normale Landung mit dem Flugzeug vorstellen? Ja, ein bisschen schneller allerdings, denn die Landegeschwindigkeit ist, weil die Tragflächen nicht so sehr groß sind, wesentlich höher. Die Tragfähigkeit der Flügel ist geringer, sodass man mit hoher Geschwindigkeit aufsetzen muss. Die Aufsetzgeschwindigkeit ist ungefähr 400 Kilometer
pro Stunde, also doppelt so viel fast wie bei einem normalen Verkehrsflugzeug. Jetzt sieht man, wie die Nase richtig nach unten runtergedrückt ist. Leider sehen wir es nicht von der Seite, aber man kann, glaube ich, durch die Wolken im Hintergrund sehen, dass es ziemlich steil runtergeht. Eine halbe Minute vor dem Aufsetzen wird der Pilot oder der Autopilot die Nase hochziehen. Und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis das Fahrwerk ausgefahren wird. 14 Sekunden vor dem Aufsetzen wird dies der Fall sein. Und dann geht es eben praktisch im Fall herunter. Der Pilot versucht es abzufangen. Kurz vor der Oberfläche wirkt natürlich dann noch ein Staudruck von unten. Da sieht man, wie die Nase hochgeht jetzt genau. Da ist die Landebahn schon zu sehen. Das Fahrwerk kommt raus. Naja, und jetzt sind es also noch ungefähr 10, 14, 15 Sekunden. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie schnell er aufsetzt. Man sieht ja auch, dass es ziemlich lange noch über der Landebahn schwebt, das Gefährt. Das waren die Hinterräder und jetzt dauert es noch 10 Sekunden etwa, bis das Bugrad runterkommt. Aus Oberpfaffenhofen höre ich in meinem Ohrstecker ganz viel Jubel und Beifall. Sie sind glücklich, die D2-Mission ist glücklich zu Ende gegangen, kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Ja, oder könnte jetzt noch was passieren? Stunden, nach fast 10 Tagen, nein, 20 Minuten haben noch gefehlt, bis zu 10 Tagen. Also und ich, Sie sehen, genau auf die Sekunde 30 war der Aufsatzpunkt. Also das ist alles trotz der Verzögerungen dann wieder genau hingekommen. Ich frage mich immer, wie dieser kleine Fallschirm da hinten noch was bewirken kann. Ja, nun, die Bremse ist natürlich schon da, aber ein Flugzeug, was auf dem Flugzeugträger landet, wird auch durch den Fallschirm noch mit abgebremst. Man hat hier auch nicht die Möglichkeit, durch Schubumkehr da irgendwie, wie bei einem normalen Flugzeug, jetzt die Geschwindigkeit zu reduzieren. Und man will die Belastung der Bremsen nicht so hoch fahren, von daher schon auch dieser kleine Fallschirm noch mit einer ausreichenden Bremswirkung. Da sehen wir oder sahen gerade zwei der Astronauten, die am Boden geblieben waren, die Ersatzastronauten, die sich natürlich auch sehr darüber freuen, dass ihre Kollegen jetzt wieder am Boden sind. Jetzt vermutlich wird es, auf wackeligen Beinen. Ja, das ist richtig. Im Moment liegen sie noch in ihren Sitzen und es dauert, wollte ich gerade anheben, es dauert noch ungefähr jetzt 20 bis 30 Minuten. Der Körper muss sich natürlich zunächst wieder an die Schwerverhältnisse gewöhnen. Es gab ja in der Schwerelosigkeit einen Flüssigkeitsverlust, der ist vorher, den letzten Tag vorher aufgefangen worden, dadurch, dass die Astronauten nun sehr viel getrunken haben. Ja, und jetzt wird sich eben zeigen, wie der Kreislauf damit wieder fertig wird. Die Gewöhnungsphase ist übrigens für die Wissenschaftler sehr interessant, weil die natürlich jetzt wieder sehen wollen, wie kommt der Organismus zurück in die Schwerkraft. Ja, man konnte ja gestern schon hören, als was von verschobenen Herzen und Aussetzen der Verdauung, dass denen also es nicht so besonders gut geht, erweiterte Äderchen. Ja, also die Anpassung an die Schwerelosigkeit nimmt immer eine gewisse Zeit in Anspruch, aber wir wissen von den russischen Kosmonauten, die zum Teil auch über mehrere Monate oben gewesen sind, dass sich das also im Laufe der Zeit reguliert. Je länger man oben ist, desto mehr gewöhnt man sich dran. Und wenn man halt nur für 10 Tage oben ist, dann ist es so ähnlich, wie wenn man nur für ein paar Tage nach Amerika rüberfliegt. Der Jetlag schlägt dann voll zu Buche. Hoffen wir, dass sie ihr Herz wieder am richtigen Fleck hat, ob wir noch ein bisschen auf den Bildern bleiben. Ansonsten könnten wir einen Bericht einspielen. Den Bericht für uns gemacht. Wie eine Erfolgsstory hört sich die erste Bestandsaufnahme am Ende der 10-tägigen D2-Mission an. Beispiel Experimente. Ja, es sind alle Experimente erfolgreich abgeschlossen worden. Viele Experimente, ich weiß nicht wie viele, aber ich würde vielleicht sagen 20 bis 30%. Sind weitgehend übererfüllt worden und ein einziges Experiment, was mir im Augenblick bewusst ist, ist vielleicht zu 50% erfüllt worden. Die D2-Mission ist die bisher umfassendste Weltraumexpedition in der bemannten Raumfahrt. 88 Experimente aus 11 Fachrichtungen, darunter Astronomie, Erdbeobachtung, Physik, Biologie und Robotik. Die vollständige Auswertung der Versuchsergebnisse wird allerdings noch 6 bis 12 Monate dauern. Doch schon jetzt sprechen die Beteiligten von neuen Errungenschaften in der Forschung. Beispiel Roboter Rotex, der ein fliegendes Objekt einfangen konnte. Mit dem Robonauten, dem 8. Astronauten an Bord, so wurde ja auch gesagt, ist also nicht nur ein Raumlaborexperiment erfolgreich durchgeführt, zu Ende geführt worden, es wurden auch Maßstäbe für die Disziplin der Robotics insgesamt damit gesetzt.
Das gute Gelingen der Versuchsreihen führen die Organisatoren auf die jahrelangen Vorbereitungen der Astronauten zurück, die meisten von ihnen Physiker, die sich intensiv in die anderen Fachrichtungen eingearbeitet haben. Und zum Weltraumlabor selbst? Das gleiche positive Statement gilt auch für das Funktionieren des Shuttles. Columbia hat hervorragend funktioniert und Spacelab als Forschungsplattform ebenfalls. Dickes Lob gab es bereits von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Sie zeigte sich nach Aussagen der deutschen Beteiligten beeindruckt von dem Expeditionsverlauf und bezeichnete die D-2-Mission als nachahmenswertes Beispiel. Doch für die deutschen Astronauten wird dies wohl der letzte Ausflug ins All gewesen sein. Tja, das war das Ende der D-2-Mission, ein glückliches Ende. Wie lange wird es jetzt noch mal genau dauern, bis die Astronauten aus dem Shuttle ausgestiegen sind? Normalerweise sind da ungefähr 30 Minuten Wartezeit zu rechnen, weil auch noch einige Gase aus dem Resttankbestandteil praktisch herausgeholt werden müssen, abgelüftet werden müssen. Aber es scheint so, dass es diesmal etwas schneller gehen soll, vor allen Dingen auch, weil die Wissenschaftler, die Mediziner eben die Anpassung der Astronauten sehr sorgfältig von Anfang an überwachen wollen. Man rechnet damit, dass es also vielleicht 20 Minuten jetzt nur dauert, dass man also in der nächsten Sendung davon wieder was bringen kann. Ja, genau, natürlich. Punkt Vox wird stündlich darüber berichten, wie es den Astronauten geht. Und in VisaVox von 19.15 bis 19.30 Uhr wird Matthias Wissmann Auskunft geben über die Pläne der Bundesregierung bezüglich ihrer Ambitionen im All. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich bedanke mich für Herrn Hahn, dass er uns die Landung so schön beschrieben hat. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Der US-Raumfähre Columbia mit der deutsch-amerikanischen D-2-Mission. Vor einer halben Stunde landete sie wieder. Den 7 Astronauten der Columbia war noch eine zusätzliche Ehrenrunde um die Erde vergönnt, bevor die Raumfähre um 16.30 Uhr sicher am kalifornischen Luftwaffenstützpunkt Edwards aufsetzte. Vorgesehen war eigentlich eine frühere Landung am Kennedy Space Center in Florida. Schlechtes Wetter machte dies unmöglich. Beifall im deutschen Raumfahrtkontrollzentrum Oberpfaffenhofen. Wissenschaftler und Manager sind hochzufrieden mit dem Verlauf der 10-tägigen Mission. Großes Lob gilt vor allem den beiden Deutschen an Bord, Ulrich Walter und Hans Schlegel. Noch haben die Astronauten die Fähre nicht verlassen. Sie müssen jetzt noch einige medizinische Tests über sich ergehen lassen. In etwa 5 Stunden werden sie dann nach Houston gebracht, wo sie ihre Familien wiedersehen. Nach dem Ende der D-2-Mission ist die Anspannung der letzten Tage, ja Wochen, im Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen einer grenzenlosen Erleichterung gewichen. Viele Pannen hatte es im Vorfeld gegeben, doch der Schlusspunkt heute, die Landung, war ein erfolgreicher Schlusspunkt unter einem erfolgreichen Flug. Das Wetter hatte in Cape Canaveral nicht mitgespielt, so landete man in Kalifornien. Und nach einer Reise von 6,5 Millionen Kilometern setzte die Columbia pünktlich auf die Sekunde auf. Natürlich Jubel im Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen und in Houston. Was hat die D-2-Mission gebracht? Zunächst einmal eine Fülle von wissenschaftlichen Daten, angefangen von dem Experiment, das etwas skurril anmutet mit der Bierhefe, das den Geschmack des Gerstensaftes auf der Erde verbessern soll, bis hin zum Roboterversuch Rotex. Der war so erfolgreich, dass man vielleicht jetzt daran denken kann, auf Menschen im All im nächsten Jahrhundert zu verzichten. Die D-2-Mission war die teuerste der deutschen Raumfahrtgeschichte. 900 Millionen Mark hat sie gekostet. Sie war aber auf jeden Fall die letzte. Gelder für D3 und D4 sind nicht mehr da. Bedauern muss man das wohl nicht, denn die Raumfahrt kann in Zukunft nur mit einer noch stärkeren internationalen Zusammenarbeit sinnvoll und finanzierbar sein. Uli Bominger für NTV aus Oberpfaffenhofen. Und jetzt ganz sanft eine Bilderbuchlandung nach einer Bilderbuchmission
nach einem Bilderbuchstart. Und dabei hat es doch so viele Probleme vorher gegeben, so viele Startverzögerungen. Schon 1988 hatte die Columbia starten sollen. Und jetzt letztendlich hat auch noch alles gut geklappt. Der Bremsfallschirm ist draußen. Die Columbia ist bei der Landung immer noch 100 Stundenkilometer schneller als ein normales Verkehrsflugzeug und braucht jetzt noch etwa anderthalb Minuten zum Ausrollen. In etwa anderthalb Minuten wird sie stehen bleiben. Dann können die Astronauten sich auch erstmal verschnaufen, denn das war ein ganz schöner Sturzflug jetzt herunter aus der Höhe von 296 Kilometern bis zum Erden, bis auf die Erde der Edwards Air Base in Kalifornien. Mit mehr als 400 Kilometern pro Stunde landete die Columbia mit ihren 6 Astronauten auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt. Erfolgreiches Ende der Mission. Dabei schien es, als ob die Shuttle erst gar nicht abheben wollte. Am 22. März stand sie auf der Startrampe. 5, 4, 3, Triebwerkstopp. Zwei Wochen später ein erneuter Versuch. Auch dieser Start musste verschoben werden. Am 26. April war es dann endlich soweit. Mit den 2 deutschen Wissenschaftlern Schlegel und Walter und 4 amerikanischen Astronauten hob das Shuttle von Cape Canaveral ab. Schwerpunkt der Mission, der Einfluss der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper. Zu diesem Zweck spritzte sich Schlegel eine Infusion mit einer Salzlösung. Sie soll der Raumkrankheit, ähnlich der Seekrankheit, vorbeugen. Zu den technischen Experimenten gehörte die Züchtung von Kristallen und die Erprobung eines neuen Roboterarmes. Trotz der Arbeit konnten sie auch einen Blick auf die Erde werfen, unser Planet aus 300 Kilometern Höhe. Ein seltener Anblick, die russische Raumstation Mir. Noch 12 Monate werden die gesammelten Daten die deutschen Wissenschaftler beschäftigen. Mit der Landung in Kalifornien schließt sich das Kapitel der bemannten deutschen Raumfahrt. Bundesforschungsminister Wissmann will in Zukunft aus Kostengründen auf solche Missionen verzichten. Es sind noch 9 Sekunden bis zur Landung. Alles sieht gut aus. 540 Stundenkilometer ist die Columbia noch schnell. Und in 3 Sekunden müssten wir Touchdown haben. Main Gear Touchdown. Und man hört das an dem Jubel hier im Raumfahrtkontrollzentrum. Touchdown, die Columbia ist gelandet. Ganz sanft eine Bilderbuchlandung nach einer Bilderbuchmission, nach einem Bilderbuchstart. Und dabei hat es doch so viele Probleme vorher gegeben, so viele Startverzögerungen. Schon 1988 hatte die Columbia starten sollen. Und jetzt letztendlich hat auch noch alles gut geklappt. Schlechtes Wetter hatte die pünktliche Landung in Florida verhindert. Die US-Raumfahrtbehörde NASA leitete die Fähre deshalb zum kalifornischen Luftwaffenstützpunkt Edwards um. Für die NASA war die 1,5-stündige Verspätung noch einmal teuer. Die Verlegung der Landung kostet die amerikanische Weltraumbehörde wegen des anstehenden Rücktransports der Raumfähre einige Millionen Dollar zusätzlich. Doch das brauchte die deutschen Organisatoren im Raumfahrtkontrollzentrum Oberpfaffenhofen bei München nicht mehr zu kümmern. Großer Jubel über den perfekten Touchdown der Columbia. Vergessen war wohl in dem Moment, dass es künftig wegen gestrichener Gelder deutlich weniger deutsche Forschung im All geben wird. Das Ende einer Etappe sei nicht das Ende der Fahrt. Hatten sich denn auch kurz zuvor noch die Verantwortlichen der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt selber Mut gemacht? Die internationale Raumfahrt, das zeigen die bereits festgebuchten Spacelab-Missionen der nächsten Jahre, wird weitergehen. Und wir gehen davon aus, dass sich Deutschland im europäischen Rahmen daran beteiligen wird. Bestätigt sieht man sich vor allem durch erste Ergebnisse des 10-tägigen Ausflugs ins All. Alle 88 Experimente seien überaus erfolgreich verlaufen. Im medizinischen Bereich etwa hätte man Fortschritte bei der Erforschung von Diabetes oder der Augenkrankheit grüner Star gemacht. Die endgültige wissenschaftliche Bilanz wird freilich erst in einem Jahr vorliegen. Für die 7 Astronauten, darunter die beiden Deutschen Hans Schlegel und Ulrich Walter, wird die Mission natürlich früher zu Ende sein. Nach einer Reihe von medizinischen Vergleichsuntersuchungen dürfen sie in etwa 2 Wochen nach Hause fahren. Um 16:30 landete das Shuttle sicher auf dem Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien. Eigentlich sollte die Raumfähre schon 1,5 Stunden früher in Cape Canaveral, Florida, zur Erde zurückkehren. Aber wegen der dichten Wolkendecke wurde umdisponiert. Besatzung wohlauf, Experimente abgeschlossen. So ein erstes knappes, aber frohes Fazit aus dem Deutschen Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen. Die D2-Mission hatte mit einigen Pleiten begonnen. Mehrfach wurde der Start verschoben am 22. März, sogar nur 3 lebensrettende Sekunden vor dem Ende des Countdown abgebrochen.
Erst am 26. April hob Columbia programmgemäß ab, doch schon wenig später musste im All nachgebessert und repariert werden. Die Stimmung der Astronauten blieb jedoch gut. Die Deutschen konnten in den 10 Flugtagen von 88 Experimenten 69 beenden. 900 Millionen Mark kostete D2. Vor allem der Blick auf die Erde hat die Astronauten Ulrich Walter und Hans Schlegel fasziniert. Unser Planet, sagten sie, sieht schön und zerbrechlich aus. Die Raumfähre musste allerdings auf einen Ersatzstützpunkt in Kalifornien umgeleitet werden. Auf der Landebahn in Cape Canaveral herrschte schlechtes Wetter. Von der Rückkehr der Astronauten berichtet Richard Sonntag. Die Erde hat sie wieder. Pünktlich um 16.30 Uhr setzte die Raumfähre Columbia im Stützpunkt Edwards auf. Freude am Boden im Kontrollzentrum, nach einigen Anfangsschwierigkeiten nun eine sichere Landung. Um 7 Uhr morgens hieß es für die beiden Deutschen Ulrich Walter und Hans Schlegel, packen im All. Die wissenschaftlichen Proben wurden sicher verstaut. 159 Mal kreiste die Raumfähre um die Erde. 88 Experimente hat die Crew mit Erfolg durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass jetzt dieser Höhepunkt, die Mission, diese 10-tägige Mission, auch die Erwartungen der Wissenschaftler erfüllt hat. Die Astronauten werden jetzt gründlich untersucht. Ende Mai sollen sie nach Deutschland zurückkehren. Ist es zunächst einmal vorbei. Die 7 Astronauten der D2-Mission haben wieder festen Boden unter den Füßen. 10 Tage lang forschte die Crew im All. Am späten Nachmittag landete die Raumfähre Columbia wohlbehalten in der Wüste von Kalifornien. Oberpfaffenhofen im Zeitpunkt der Landung. Von hier hatten Wissenschaftler Missionen und Experimente verfolgt. In Kalifornien landete Columbia auf dem Luftstützpunkt Edwards. Planmäßig öffnete sich der neu eingebaute Bremsfallschirm. Die älteste Fähre der USA hatte in 10 Tagen 6,5 Millionen Kilometer hinter sich. 2 deutsche Astronauten flogen mit, entsprechend wurden sie begrüßt. Roger, Bill Coleman, Suhausen, Columbia. Congratulations on a very successful international mission. Wolken über Cape Canaveral hatten die Landung dort verhindert. Sie wäre vorgezogen worden. Nun muss Columbia in einem zeitaufwendigen Flug quer über die USA an ihren Startplatz transportiert werden. Gefahr für die Versuchsergebnisse wird verneint. Die Proben, die werden auf die Weise voll erhalten und für die wissenschaftliche Auswertung tauglich bleiben. Viel besser, als wenn wir 24 Stunden länger im Orbit geblieben wären und morgen am Cape gelandet wären. Völlig schwerelos forschten Deutsche 10 Tage lang im All. Vor wenigen Stunden ging die Raumexpedition D2 zu Ende. Über 90 Experimente führten die Astronauten durch. Darunter auch so himmlisch unkonkrete wie das zur Gravisensibilität von Kressewurzeln. Für die Kritiker Grund genug, von Geldverschwendung zu sprechen. D2 war das vorläufig letzte bemannte Raumabenteuer unter deutscher Leitung. Das Bonner Forschungsministerium will in Zukunft neue Schwerpunkte setzen. Guten Abend, Herr Minister für Wissenschaft und Forschung oder Forschung und Technologie. In so einem Moment aber wohl eher ein Mensch, der erleichtert ist. Ende gut, alles gut? Sie können sich vorstellen, dass man froh ist, wenn eine solche Mission erfolgreich zu Ende geht, wenn die wissenschaftlichen Experimente offensichtlich gut gelaufen sind und wenn vor allem menschlich nichts passiert ist. Weltraummission wird so eine Expedition ja immer wieder genannt. In dem Wort Mission steckt auch der Appell, an den Wert so einer Unternehmung zu glauben. Glauben Sie dran? Ich glaube, dass es viele interessante Ansätze der Forschung in diesem D2-Projekt gibt. Denken Sie an die Roboter- und Automationserfolge, die dort offensichtlich erzielt worden sind. Denken Sie an eine ganze Reihe auch von für die Medizin bedeutenden Experimenten. Eine abschließende Auswertung aber kann heute keiner geben. 450 Wissenschaftler werden an dieser Auswertung arbeiten. Ich wäre ganz verwegen, wenn ich jetzt selbst bereits ein abschließendes Resümee vornehmen würde. Gleichwohl gibt es ja auch immer wieder Kritik an der Raumfahrt, insbesondere, da muss man, denke ich, sehr genau unterscheiden, an der bemannten Raumfahrt. Niemand geringerer als die Deutsche Physikalische Gesellschaft sagt wörtlich, dass derzeit von der Raumfahrttechnik überragende technische Impulse ausgehen, ist nicht zu erkennen. Es ist klar, Herr Böhnke, dass wir in den 90er Jahren ein neues Denken auch in der Raumfahrtforschung brauchen.
Die bisherigen Projekte sind sehr stark von der Entwicklung der 70er und 80er Jahre geprägt, was ja auch verständlich ist. Wir brauchen eine neue Schwerpunktsetzung in der Art der Experimente. Die Schwerelosigkeitsforschung hat bei den bisherigen Projekten eine sehr große Rolle gespielt. Sie wird es auch in der Zukunft geben, aber sie wird eine geringere Rolle spielen. Themen wie Erdbeobachtung, Klimaforschung, Umweltforschung werden einen wesentlich größeren Stellenwert haben und etwa auch die Fragen, inwieweit Roboter im Weltraum zunehmend an Gewicht gewinnen und Experimente ausführen können, die bisher nur durch Menschen ausführbar waren, wird nach der D2-Mission einen größeren Stellenwert haben. Und das Zweite, rein national bestimmte Projekte wie D2 wird es in Zukunft nicht mehr geben. Wir werden weiterhin auch deutsche Raumfahrtforschung haben, aber sie wird stärker als bisher in internationale Projekte zusammen mit den anderen Europäern, zusammen mit den Amerikanern, zusammen auch mit Japanern und Russen eingebracht werden. Ich denke auch, eines der Probleme bei so langfristig zu planenden und auch zu finanzierenden Projekten ist ja, dass sich sozusagen der Bedarf und die Politik drumherum immer schneller ändern. Eine grundlegende Idee der Kosten-Nutzung-Vernetzung bei D2 war ja, deutsche Unternehmen von Anfang an gewissermaßen zu integrieren, indem sie Experimente in Auftrag geben und die dann auch finanzieren. Davon hat ja die deutsche Wirtschaft im weitesten Sinne sehr wenig Gebrauch gemacht bei D2. Ja, man könnte sich ein größeres Interesse von Industrieunternehmen vorstellen, als das gegenwärtig vorhanden ist. Aber es hat eben mit der Notwendigkeit zu tun, dass wir die durchaus erfolgreichen Experimente der Vergangenheit kritisch überprüfen, inwieweit diese Art von Experimenten fortgeführt werden kann. Es gibt kein Forschungsprojekt, das so gut ist, dass es sich nicht immer wieder einer kritischen Überprüfung stellen muss. Und deswegen sage ich nach der D2-Mission, über deren Erfolg ich erfreut bin, wir brauchen eine Neuorientierung der Raumfahrtpolitik für die 90er Jahre und die Zeit danach. Und genau diese Neuorientierung leiten wir gegenwärtig mit den anderen Europäern, auch mit den Amerikanern ein. Nicht umsonst hat Präsident Clinton eine konsequente Überprüfung des amerikanischen Raumfahrtprojekts Freedom angestrebt und will bis zum Sommer erste Ergebnisse vorlegen. Sie haben ja schon verlauten lassen vorher und auch eben wieder gesagt, dieses sei nun das letzte Projekt der bemannten Raumfahrt unter deutscher Führung jedenfalls. Können Sie das noch mal etwas genauer beschreiben, was das heißt? Ich habe gesagt, was übrigens auch mein Amtsvorgänger Heinz Riesenhuber schon anstrebte, ein D3-Projekt wird es nicht geben können. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Zusammenhang mit den anderen Partnern, mit Amerikanern und Russen, es auch in Zukunft, wenn das Projekt plausibel ist, deutsche Astronauten im Weltraum sein werden. Ich führe keinen ideologischen Krieg um die Frage, bemannt oder unbemannt. Für mich gibt es nur immer einen Punkt, der entscheidend ist. Ist das Forschungsprojekt plausibel? Ist die Nutzanwendung eine echte Perspektive? Prestigeaspekte kann in Zukunft keiner finanzieren. Entscheidend ist immer, welchen Forschungsnutzen Stichwort, wird am Ende ein Projekt haben. Stichwort Prestigeprojekte. Sie haben sie schon beim Namen genannt, diese Großprojekte Freedom und Columbus, die ja noch sozusagen im Weltraum hängen, zum Teil noch in der Planungsphase sind, da kann sich ja nun Deutschland nicht mal so eben rausziehen. Da hängen wir ja, mittelfristige Planung, Stichwort, mit drin. Wir können keine einseitigen Schritte machen. Aber nachdem Präsident Clinton der NASA und den anderen Beteiligten eine Überprüfung dieses Konzepts empfohlen hat, eine Straffung, auch eine Kürzung der Mittel in Aussicht gestellt hat, gehen wir nicht mit einer defensiven Position ran und sagen, wir lassen alles beim Alten, das wäre auch ganz unpolitisch, sondern wir sagen, wir stellen uns auch mit unserem deutschen angedockten Modul, das ja zu dieser Friedensstation gebaut werden soll, dieser kritischen Überprüfung, nicht mit dem Ziel, am Ende ohne Raumfahrtforschung dazustehen und ohne Raumfahrtindustrie, aber mit dem Ziel, jede Steuermark dreimal umzudrehen, bevor wir sie ausgeben, immer nach der Plausibilität der Forschungsprojekte zu fragen. Und ich nenne mal einen Punkt aus dem Konzept von Freedom und APM, also dem deutschen Teil, den wir ernsthaft überlegen müssen. Dort war bisher 50% der Forschungsprojekte auf Schwerelosigkeitsforschung ausgerichtet.
Ich habe nichts gegen Schwerelosigkeitsforschung. Sie behält eine gewisse Bedeutung, aber sie wird nicht in diesem Umfang künftige Raumfahrtforschung beeinflussen können. Themen, die den Menschen näher sind, wie Klimaforschung, Erdbeobachtung, Umweltforschung, müssen und werden in Zukunft einen größeren Stellenwert haben. Und dann werden die Bürger auch verstehen, warum man dafür dann eine Steuermark ernsthaft ausgeben kann. Stichwort politisch, unpolitisch spielt für diesen begrüßenswerten Schwenk in der Forschungspolitik auch eine Rolle die veränderte Weltlage, also der Wegfall sozusagen einer wesentlichen Grundlage der bisherigen Weltraumforschung, nämlich der politisch-militärische Wettbewerb zwischen Ost und West. Natürlich muss sich die Raumfahrtpolitik auf eine Situation einstellen, die Gott sei Dank nicht mehr vom Ost-West-Gegensatz geprägt ist. Sind wir doch mal ehrlich, Raumfahrtpolitik, so interessant und faszinierend sie ist, war in den 70er und 80er Jahren gelegentlich auch eine Machtdemonstration Ost gegen West und leider gelegentlich auch umgekehrt. In Zukunft müssen wir stärker kooperativ arbeiten, müssen die wissenschaftlichen Potenziale in Russland versuchen einzubinden in die gemeinsame Projektion für die Zukunft. Es wäre übrigens auch ganz unklug, wenn wir anders vorgehen würden, denn stellen Sie sich mal vor, diese enormen wissenschaftlichen und technischen Potenziale würden vagabundieren, würden von fragwürdigen Staaten wie dem Irak oder Libyen nun plötzlich ins Visier genommen. Wir wollen uns nicht von den Russen abhängig machen, aber wir wollen versuchen, in einer West-Ost-Zusammenarbeit unter maßgeblicher Beteiligung deutscher Kenntnisse stärker als bisher global zu arbeiten und nicht im Gegeneinander. D2 sicher gelandet, zu Gast bei VisaVox Minister Matthias Wissmann. Vielen Dank, Herr Minister. Auf Wiederhören. Pünktlich um 16.30 Uhr landete die Raumfähre mit der deutschen D2-Mission an Bord auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien. Nur Stunden vor der Landung mussten die ursprünglichen Pläne noch einmal geändert werden. Die Columbia sollte eigentlich bereits um 15 Uhr beim Raumfahrtzentrum Cape Canaveral landen. Schlechtes Wetter zwang die 5 Amerikaner und 2 deutschen Wissenschaftler jedoch zur Landung in Kalifornien. Rund 900 Millionen Mark hat die D2-Mission verschlungen, nicht zuletzt wegen der zahlreichen Startverschiebungen. An Bord der Columbia wurden 88 Experimente erfolgreich durchgeführt. Was hier oben stattfindet, ist Wissenschaft pur. Untersuchungen und Experimente in der Schwerelosigkeit bringen wichtige Ergebnisse für die Naturwissenschaften. Das Besondere an der zweiten deutschen Spacelab-Mission ist, dass erstmals Versuche von der Erde ferngesteuert durchgeführt werden konnten. Und zwar von Köln aus, dem Sitz der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt. Ein Pilotprojekt, zu dem selbst der NASA bisher noch die technischen Fähigkeiten fehlen. Die Astronauten waren bislang die verlängerten Arme der Wissenschaftler. Jetzt können Weltraumversuche fast von zu Hause aus gesteuert werden. Und das ist wichtig, denn das macht es einfach und sehr sicher. Und eigentlich, das ist die Zukunft und wir haben das heute eingerichtet für das erste Mal. Und man wird sehen, während auf den Weltraumstationen, so wird das sein in Zukunft. Und wir haben den Weg gelegt sozusagen, dass man dahin kommen kann. Doch auch in Zukunft werden Experimente in der Umlaufbahn nicht in Geisterstationen stattfinden. Wenn die Fernsteuerung mal klemmt oder der Computer eben spinnt, muss doch der Astronaut wieder ran. Gibt es ein bisschen andere Musik? Musik zum Freitagabend, Musik zum Wochenende, ein paar klassische Töne am Klavier sitzt, aber die werden Sie wahrscheinlich selbst erkennen. So schön spielen Astronauten. Segel fliegen, Klavier spielen, Skifahren, das sind ihre Hobbys. So ist es, ja. Die wahrscheinlich unheimlich leiden müssen wegen des Berufs, ne? Leider. Also ich krieg dann meistens doch noch so einigermaßen alles auf die Reihe, aber manchmal hätte ich schon ein bisschen mehr Zeit. Sie sind der erste deutsche Astronaut, der zweimal im Weltraum war, 1983 und 1992 mit den Amerikanern. Und jetzt wird sich höchstwahrscheinlich ein Traum von Ihnen erfüllen. 1994 werden Sie wahrscheinlich mit den Russen
ins Weltall gehen. Ist das ein Traum, der jetzt durch diese politische Wende möglich werden könnte? Ja, sicher. Ich habe nun im Laufe der letzten 15 Jahre an 4 Spacelab-Missionen mitgearbeitet und konnte 2-mal fliegen. Dazu eben auch noch 2, die ich vom Boden mit betreuen konnte, die D1 und die D2. Insofern wäre es für mich nichts Neues, ein 5. Spacelab zu machen. Und jetzt mal zu gucken, wie die Raumfahrt in Russland betrieben wird, das ist natürlich professionell eine Herausforderung. Aber ich muss Sie doch an einem Punkt korrigieren. Erstens mal sind die Verträge noch gar nicht unterschrieben. Und wenn sie unterschrieben möglich werden könnte. Ja. Ja. Und wenn sie unterschrieben sind, dann werden 4 Leute nach Russland gehen für 2 Flüge. Es können also nur 2 aus 4 fliegen. Wer das sein wird, muss man nachfragen. Kann man das denn überhaupt körperlich, gesundheitlich? Das soll jetzt nicht abwertend klingen, wenn ich sage, in Ihrem Alter, aber normalerweise sagt man ja immer so kein Problem, das können Sie auch. Ja, ja, also vom Alter her schon. Ja. Ganz bestimmt. Das fand ich ja wieder sehr nett von Ihnen, dankeschön. Was sagt denn Ihre Familie zu diesem erneuten Unterfangen? Sind die alle total begeistert, oder? Ja, das ist natürlich der wunde Punkt an allem. Siehste? Meine Tochter, die hat noch ein Jahr bis zum Abitur. Für die Familie ist das jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt. Und das würde dann wohl heißen, dass ich nach Russland ginge, um dort zu trainieren. Und die Familie wird in Deutschland bleiben. Und das ist für alle Beteiligten schwierig. Wir haben ein paar Bilder aus den Archiven geholt von Ihrer Mission 1983. Da gucken wir uns den Ulf Meerbold jetzt noch mal ganz kurz im Orbit an. Ja, hier sieht man Spacelab. Die Schwerelosigkeit lässt sich nicht verleugnen. Wir können hier schweben. Als Astronaut müsste man eigentlich mehr Arme haben oder... Es wäre gut, wenn man die Füße noch als Greifwerkzeuge benutzen könnte. Das ist Vorbereitung zu einer wissenschaftlichen Untersuchung. Genau, hier muss ich ein bisschen Gymnastik treiben, um das Herz zu beschleunigen. Dann kommt das eigentliche Experiment, das die Beschleunigung misst, die jedes Mal durch den Körper läuft, wenn das Herz das Blut auswirft. Hier ist ein kleines Experiment, das studiert, wie sich Flüssigkeiten in einem Zylinder verteilen in der Schwerelosigkeit. Das ist natürlich wichtig für den Raketenbau. Denn da hat man ja Tanks mit Treibstoff und jetzt sieht man nun aus dem Fenster das Spacelab im Laderaum des Shuttles. Ja. Man erkennt die gekrümmte Horizontlinie über dem Horizont, das finstere Schwarz des Weltalls unterm Horizont, die für die Erde typischen Farben Blau und Weiß. Und das einen Blick, habe ich mir sagen lassen, an dem Sie sich nicht haben satt sehen können. Der Ulf Meerbold soll da immer wieder in jeder freien Minute am Fenster gestanden haben, weil das einfach so schön war. Ganz genau. Ich habe also versucht, mit ganz wenig Schlaf zu überleben, um also so viel wie es geht aus dem Fenster schauen zu können. Sie sind 1960 mit 19 Jahren aus Thüringen in den Westen gekommen. Das heißt also Schulausbildung noch in der ehemaligen DDR. Ihre Russischkenntnisse müssten eigentlich dann doch noch reichen, oder müssen Sie Nachhilfe nehmen? Ja, 1960 müssen Sie mal nachrechnen, das ist über 30 Jahre her. In der Zeit ist mein Russisch ganz fleißiger und intensiver Schüler, kann ich mir vorstellen. Oh je, wenn ihr da sprechen Sie ein ganz wundes Thema an, da muss ich natürlich recht geben, denn meine Kinder könnten ja zuschauen. Aber 30 Jahre, die hinterlassen natürlich ihre Spuren. Für mich ist es so, dass ich praktisch von neuem wieder anfange. Also sind jetzt dabei und gehen dann voll in die Nachhilfeschule, um das alles wieder aufzunehmen. Genau, ja. Aufzufrischen. Haben Sie eigentlich schon früher als Junge, als Schüler diesen berühmten Jungstraum gehabt, den wir alle so träumen, Lokomotivführer bzw. Sie dann Astronaut? Nein, bei mir hat die Fantasie nicht ausgereicht, mir sowas überhaupt vorstellen zu können. Denn als ich in die Schule ging, da wurde dann der erste Sputnik gestartet, 57. Und ich war schon Student, als der erste Kosmonaut, Juri Gagarin, die Erde umrundete. Und selbst dann habe ich gedacht, das bleibt den Großmächten vorbehalten, da wird niemals einer hinkommen können. Dass es mir nun schon 2-mal gelungen ist, da hat mich eigentlich die Realität oder da hat die Realität meine Vorstellungskraft überholt. Alle guten Dinge sind 3, wie gesagt, hoffentlich klappt's. Würden Sie sich selbst als weltraumsüchtig bezeichnen? Also das mögen andere beurteilen, auf jeden Fall mache ich das gern, das räume ich gerne an. Ja. Ulf Meerbold, wenn Sie es dann wirklich wünschen, 1994 mit den Russen, dann drücken wir Ihnen alle Daumen, dass es klappt und dass Sie gesund wieder hier unten landen. Wie gesagt, wir verfolgen das ja immer intensiv mit. Schönen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen herzlichen Dank. Und fleißig weiterüben, auch Klavier, nicht vergessen. Ja. Ist auch wichtig. Danke.